Und Papa, wohin geht's? Was hingeht? Ja, wir fahren jetzt nach Mannheim. Wir haben uns überlegt, ob wir nach Bamberg fahren sollen oder nach Mannheim. Und das Wetter soll jetzt am Wochenende so werden wie heute auch. Ziemlich trüb, grau. Verlassen Sie die Autobahn. Regenwahrscheinlichkeit um die 40%, also kann auch nass werden. Und deswegen machen wir nicht Bamberg, das machen wir dann ein anderes Mal, wenn das Wetter besser wird. Wenn die Prognosen zumindest besser sind. Und wir fahren jetzt nach Mannheim auf den Stellplatz in... Halten Sie sich rechts in 3,9 Kilometern. In Mannheim-Neu-Oststadt heißt das. Und genau, das ist ziemlich dicht an dem Technikmuseum. Technoseum heißt das. Ich war da vor Ewigkeiten mal, die Lara war da auch mal, das ist schon ein paar Jahre her. Also da werden wir mal reingehen. Das interessiert uns. Und dann ist direkt an dem Technikmuseum auch ein Planetarium. Die haben am Tag so 5-6 verschiedene Vorstellungen. Da müssen wir mal gucken, ob wir da was finden, was auch für die Kinder gut ist. Also das wollen wir uns auch angucken. Dann werden wir auch mal in die Stadt gehen, wenn das Wetter entsprechend ist. Vielleicht ein bisschen bummeln gehen. Vielleicht gehen wir morgen auch noch ins Kino, aber ich glaube, das wird zu viel Programm. Vielleicht machen wir das noch am Sonntag. Mal schauen. Sonderfrüh will ich noch laufen gehen. Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall fahren wir jetzt nach Mannheim. Eine Stunde Fahrt, kein Stau. Ist nicht so weit, sieht gut aus. Ja, Platz kriegen wir bestimmt auch. Hoffe ich zumindest. Ansonsten ist da noch ein Campingplatz am Strandbad Mannheim. Habe ich gesehen. Ich weiß aber nicht, ob der auf hat. Oder? Ich denke, auf dem Stellplatz, da ist Platz für 15 bis 20 Fahrzeuge. Weiß ich jetzt gar nicht genau. Aber das sollten wir Platz kriegen. Also, bis später. In 180 Metern biegen Sie rechts ab. Das Navi sagt noch 8 Minuten und 5,1 Kilometer dabei. Ist das doch weniger?
stehen viele Wohnmobile. Scheiße. Darf man hier nicht rechts fahren? Ich war jetzt hier rechts. Ja, das Schild zeigt ja auch noch rechts. Irgendwie. So, das ist jetzt hier direkt neben diesem BNB. Neu berechnen? Ja, oder? Da vorne. Ist ganz schön was los. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, wir stehen alleine hier. So weit. Sind die Steckdosen hier? Stellen wir uns doch hier hin, oder? So. Das war einfach. Ja, rucki zucki. Das Auto ist nicht mal warm. Gucken wir mal. Jetzt stehen wir gerade. Machen wir den Kühlschranktest. Oh ja. Vorne kann man ein bisschen hochfahren, oder? So, wir gehen jetzt gleich nochmal raus und diesmal wollen wir was ausprobieren. Und zwar habt ihr ja, oder einige haben gesagt, dass unser Ton ganz gruselig ist. Und da muss ich euch auch recht geben. Also das war ab und zu bei vergangenen Beiträgen wirklich viel zu leise. Und ich nehme das ernst. Also ich habe das ja selber auch gemerkt. Und ich habe mir jetzt mal ein Mikrofon gekauft, ein externes. Das werde ich jetzt mal in dem Beitrag das erste Mal ausprobieren. Also das ist hier so ein Mikrofon, das klipse ich mir dann an. Und da ich das nicht direkt mit einer Kamera verbinden will, ja, weil ich die ja nicht in der Hand habe, sondern oft filmt mich ja die Mama, gell Mama? Ja. Und wir wollen dann nicht hier mit 2 Meter Kabel zwischen Handy bzw. Kamera und mir da rumlaufen. Deswegen habe ich mir so ein externes Aufnahmegerät besorgt. Das hat einen Mikrofoneingang. Und das kann ich mir in die Tasche stecken. Ja, da klicke ich dann einfach auf Aufnahme. Das hat eine gute Qualität. Das habe ich zu Hause alles schon ausprobiert. Und das klipse ich mir, wie gesagt, an. Dann nehme ich den Ton getrennt auf und nachher im Schnittprogramm füge ich das alles zusammen. Ja, das werde ich diesmal erstmalig ausprobieren. Die Ergebnisse werdet ihr sehen bzw. hören. Und ja, wenn es was taugt, werde ich dann das Mikrofon und das Aufnahmegerät nochmal in einem extra Beitrag vorstellen. So, jetzt gehen wir gleich nochmal raus, ja? Oder was meint ihr? Ja. Mal gucken, was es hier so alles gibt. Vielleicht kann man hier noch was einkaufen. Mal gucken. Also, bis gleich. Ja. Was? Kann doch sein. Schön voll hier, oder? Oh, ich denke, mich ruft jemand an. Nee. Ganz schön kalt. So, viel gibt's hier nicht, gell? Also wir haben Aldi gesehen, wir haben Lidl gesehen, Fressnapf haben wir gesehen, aber viel mehr gibt's hier nicht. Doch, hier gibt es zum Beispiel halt etwas weiter weg, aber auf jeden Fall gibt es hier ein Technikmuseum, ein Zentrum. Was gibt's hier alles? Ja, das ist aber ein Stückchen weg. Ja, wow, aber es gibt's hier. Ja, das gibt's hier. Ja, ich wollte nur sagen, dass es das hier gibt. So, zu Hause. Da stehen wir. Oh, da brennt noch Licht. Haben wir vergessen auszumachen, ne? Okay. Oder? Nö, brennt kein Licht. Ich dachte, das leuchtet von den Laternen rein.
So, schnell rein, was essen. Ja, ich hab Hunger. Und dann gucken wir ein bisschen Fernsehen. Mit Chips? Gehen früh ins Bett. Nee, mit es Chips. Gibt heute Abend. Schlafen? Ja, soweit. Es hat geregnet heute Nacht. Und dann ist die Lara auch gekrabbelt gekommen. Aber es ging schon. Hat aber laut geregnet. Laut geregnet, ja. Ganz schön geregnet. Ich habe nichts gemerkt. Und heute früh war wieder das Gas leer, wie ich das gehört. Sind durchs Piepsen wach geworden. Und diese Gasflaschen, diese Plastikkappen, ich krieg die immer so schwer los. Ich habe mir eigentlich angewöhnt, die schon zu Hause loszudrehen. Aber diesmal habe ich es vergessen, habe ich arg gekämpft, weil ich auch keine Zange habe, die groß genug ist. Da ist ein Schraubenzieher und mit dem Hammer so ein bisschen lose geklopft. Das war wieder ein mega Akt, dass diese Plastikkappen da immer so fest draufgeschraubt sind. Furchtbar. Also da hatte ich jetzt schon ein paar Mal Probleme. Ja, könnt ihr mal schreiben, was ihr. Gibt es da ein Werkzeug? Ich weiß gar nicht. Oder nimmt man da einfach nur eine große Wasserpumpenzange? Ich muss mal gucken, dass ich mir da entsprechend eine Zange ins Werkzeug lege. Ja, ansonsten, so einen Scheibensauger haben wir immer noch nicht. So einen Abzieher. Den hätten wir jetzt gut gebrauchen können. Haben wir versäumt zu kaufen. Jetzt müssen wir doch wieder mit dem Lappen wischen. Mal gucken, vielleicht finden wir ja heute hier in Mannheim sowas. Gehen wir nachher vielleicht auch nochmal in die Stadt, dass wir uns da mal sowas kaufen. Gut, jetzt trinken wir Kaffee. Und dann frühstücken wir. Und dann werden wir heute auch früh aufbrechen ins Museum. Dann gucken wir mal, was im Planetarium so läuft. Und dann, wie gesagt, wenn das Wetter hält, vielleicht nochmal die Stadt runter. Zum Wasserturm, Innenstadt. Mal gucken, ob wir ein Kino finden, aber ich glaube, das machen wir heute nicht. Das wird zu viel Programm. Aber schauen wir mal. Tschüss, Papa. Tschüss. Von Mannheim, das ist direkt neben dem Stellplatz, aber hat man nichts von gehört, da fliegt auch nicht viel, Hubschraube ab und zu. Hier fliegen aber auch Linienflugzeuge, also hier ist eine Airline ansässig, ich weiß jetzt nicht genau wie die heißt, aber da kann man nach Hamburg, Berlin und so kann man da fliegen. Ja, das ist wohl das Terminal, der Tower oben drüber und dahinter ist die Startlandebahn. Da stehen auch so ein paar kleine Cessnas. Ja. Und das ist jetzt der Weg zum Tischmuseum. Und ich hoffe, es ist nicht so weit. Ja. Ja. Dann laufen wir mal weiter. Komm. Schön weit, oder? Es ging. Ja, kalt. So, jetzt gehen wir rein. Ne? Fängt an zu regnen. Schauen wir mal, da drüben ist das Planetarium. Das sieht man jetzt nicht, hinter den Bäumen. Sieht aus wie so eine kleine Pyramide. Da gucken wir mal. Das Programm fängt da erst um 14 Uhr an. Von da haben wir immer ein bisschen Zeit. Ja. Die Stadt ist nochmal genauso weit wie jetzt vom Wohnmobilstellplatz bis hierher. Müssen wir mal gucken, ob wir das nachher noch machen. Ja. Aber jetzt gehen wir erstmal rein. Kommt!
Elefant? Naja. Wir sehen Devin seinen Kopf. Warte, komm mal von vorne, Papa. Klappt die Technik. Jetzt. So. Jetzt sind wir raus aus dem Technikmuseum. Es regnet wie Sau. Wirklich ein Scheißwetter. Gut, dass wir nicht nach Bamberg gefahren sind. War doch die richtige Entscheidung. So, und jetzt gehen wir nochmal ins Planetarium. In die Stadt gehen wir, glaube ich, nicht mehr. Das wird auch viel zu spät. Dann gehen wir erstmal rein. Ja, okay. Und? Ich hab So, wir gehen jetzt doch nochmal in die Stadt. Es regnet nicht mehr. Es ist noch einigermaßen hell. Und genau, ist auch nicht so weit weg. Also da hinten sieht man schon den Wasserturm. Da ist dann auch die Innenstadt. Da sind ein paar Geschäfte. Ich wollte ja nochmal gucken, ob ich so einen Abzieher kriege. Das wäre natürlich super. Deswegen gucken wir jetzt nochmal. Und dann gehen wir auch bald zurück. Okay, bis gleich. Zu regnen, wie sich das gehört. Und also Rückzugs wollen wir nicht laufen, Rückzugs wollen wir mit dem Bus fahren oder mit der Bahn fahren. Da müssen wir uns nochmal informieren, wie wir da genau zurückkommen, aber das laufen wir dann nicht mehr. Thank you.
Ja? In weiß. Der ist auch so groß. Der kommt ja eh hinten in die Garage. Ja? Ist das was denn? Ja, oder? Sieht so aus. Fahren wir jetzt nach Hause? Ja. Ja? Vielleicht kommt die Straßenbahn, ja? Ja, guck mal. 2 Minuten genau, dann sind wir ruckzuck daheim. Mach ich gleich was zu essen, okay? Ja. 1 Minute noch und dann kommt sie. Super, 6 Arme. Kommt sie? Jawohl, da ist sie. Wunderbar. Kommen Sie mal rein. Wo ist er hin? Oder das hier. So. Jetzt sind wir stolze Besitzer eines Kärcher VW71 Plus. Für 60 Quadratmeter feuchte Scheibe reicht der Akku. Und der ist auch schon vorgeladen. Wenn wir jetzt gar nicht anschließen. Das reicht für morgen. Den probieren wir morgen direkt aus. Oder das, Mama? Auf jeden Fall. Und du hast auch was gekauft? Ein Surfer. Toll. Hey. Schön, oder? Ja, der ist schön. Die Mauer ist wunderschön. Einfach großartig, was wir Chinesen vor langer Zeit gebaut haben. Der hat keine Lust gehabt. Und schmeckt's? Ja. Ja? Ist mir eins zu viel. Ehrlich? Diese heißt Goldauge und diese heißt Gutauge. Darf ich das essen? Vielleicht werden wir sehen, welcher besser ist. Hm? Ich finde sie beide gut. Okay. Dann ja. Goldauge und Blutauge. Ich gehe jetzt erstmal laufen. Der Stellplatz, der liegt recht nah an der Neckar. Also die Neckar fließt ja hier bei Mannheim in den Rhein. Und die Neckar, die führt auch bis in die Innenstadt. Ich habe mir das mal angeguckt auf der Karte. Ich werde jetzt mal versuchen, halt bis zu dem Wasserturm, bis zur Innenstadt zu laufen und dann wieder zurück über das Planetarium. Das sind dann ungefähr 10 Kilometer, denke ich. Ja, das versuche ich jetzt mal. Ja, nach dem Laufen werden wir frühstücken. Werde ich duschen gehen. Dann stelle ich den Platz nochmal vor und dann fahren wir nach Hause. Also wir werden jetzt hier in Mannheim doch nicht mehr ins Kino gehen. Mal gucken, vielleicht machen wir das heute Nachmittag von zu Hause. Wir werden dann nach dem Frühstück, nach dem Duschen, werden wir dann nach Hause fahren. Also bis gleich. Thank you.
das waren jetzt in etwa 10 Kilometer. Hat wieder angefangen zu regnen. Aber gut, beim Laufen ist das nicht so schlimm. Ja, jetzt freue ich mich aufs Frühstück. So, Freunde. Stunde der Wahrheit. Wir probieren jetzt mal unseren Kärcher aus, unseren neuen. Ihr habt das schon 100 Mal gesehen von anderen YouTubern, wie das funktioniert. Ich muss euch trotzdem mal zeigen. Ja, bin so stolz auf das Gerät. Ich habe selber nur ausprobiert, vielleicht geht es ja auch gar nicht. Ja, wir haben ordentlich Feuchtigkeit vorne auf der Scheibe. Da bin ich mal gespannt, ob er das schafft. So, keine Ahnung, wie man das macht. Ich glaube, ich fange von unten an und ziehe das hoch. Das ist jetzt natürlich blöd hier mit den Plissés, die Schiene, wo vorne die Plissés zufahren, da kommt man nicht so gut hin, irgendwie. Na, schauen wir mal. Man hört richtig, wie der die Flüssigkeit einsaugt. Das ist echt cool. Wow, was ist das? Wie geht's? Papa, irgendwas hast du falsch gemacht. Boah, jetzt alles nass hier. Gib mir mal ein Handtuch. Was ist das? Die Handtücher sind nass. Das geht halt wie. Das ist wie eine Fontäne da rausgespritzt. Anlagen müssen. Aber den muss man doch so halten können, oder? Hätte ich jetzt auch gedacht. Hast vielleicht das falsche Knöpfchen gedrückt? Boah, das läuft da raus. Also irgendwas haben wir falsch gemacht. Ich nehme an, man darf den nicht über Kopf halten. Mal später mal lesen. Jetzt ist zumindest vorne alles sauber. Alles nass geworden. Ich probiere es jetzt nochmal so. Also solange man den nicht über den Kopf hält, geht das alles. Oder auch nicht. Nee, ich glaube, das Ding hat einen Knall. Das also explodiert ja fast. Ah, Sauerei. Scheiße. Kann man auch gleich mit dem Handtuch vorne alles also sauber machen. Das müssen wir zurückbringen. Also, Schatz. Nochmal. So, ich glaube, verkehrt gemacht haben wir nichts. Ich habe das jetzt alles nochmal auseinandergebaut und wieder zusammengebaut. Vielleicht war was nicht richtig Kontakt gehabt. Habe den Wassertank nochmal ausgeschüttet und haben jetzt hier mal die wichtigsten Sachen abgedeckt. Das Armaturenbrett ist komplett sauber. Ist komplett nass geworden. Und ich glaube, man kann den auch über Kopf halten. Also es ging ja auch beim Querhalten, hat es ja auch rausgespritzt. Ich versuche es jetzt einfach nochmal. Oh Gott. Ein bisschen Angst habe ich ja jetzt schon. Unten kommt man nicht so gut dran. Seitenfenster. Ja, das saugt ja ganz gut. Irgendwo kommt schon Feuchtigkeit raus. Mhm.
Fenster. Dann schauen wir nochmal. Ja, ich glaube, jetzt funktioniert es. Das war wohl, ja, das war wohl nicht richtig zusammengebaut. Also jetzt ist nichts mehr rausgespritzt. Gut, so ganz trocken geht es halt nicht. Da sind immer noch so ein paar Ränder halt, die muss man dann noch mit dem Lappen machen, aber gut. Das allermeiste ist kein Vergleich zu vorher, wenn man wirklich alles mit dem Lappen trocken machen muss. Ja, schon wesentlich besser. Gut, also funktioniert, hoffentlich. Müssen wir zu Hause nochmal ausprobieren. So ganz traue ich dem Ding noch nicht, aber ich meine, heute zurückgeben ist eh nicht, Sonntag. Jetzt müssen wir mal gucken. Probieren wir zu Hause nochmal aus. So, jetzt fahren wir nochmal entsorgen. Jetzt zeige ich auch noch kurz die Entsorgungsmöglichkeiten. Fahren wir rein. So, das ist hier die Station. Ist alles ganz neu, der Stellplatz, den gibt es noch nicht lange. Ich weiß nicht seit wann, aber auf dem Kartenmaterial von Apple, auf dem iPhone, ist hier noch Wiese, da ist das noch gar nicht. Da gibt es den Stellplatz noch gar nicht. Bei Google hingegen sieht man den Stellplatz, da ist er schon da. Genauso, aber trotzdem alles neu. Hier ist die Entsorgungsstation. Ich zeige es von draußen. Es war ziemlich windig und es regnet natürlich schon wieder, aber ich zeige es gerade von draußen. So, wir lassen jetzt Grauwasser ab. So, wir entsorgen, weil wir jetzt heimfahren. Das ist hier Frischwasserversorgung, die Zapfstelle. Das kostet 1 Euro für 100 Liter. Und da hinten die Station, das ist die Station für die Toilettenkassettenentsorgung. Die ist komplett kostenfrei. Also auch wenn da auf den Bildern abgebildet ist, dass man Münzen einwerfen muss. Der Schacht ist entsprechend zugeklebt. Also das ist für umsonst. Ja, funktioniert alles ganz gut. Muss man unten drauf treten, dann kommt oben Wasser raus. So, wird dann entsprechend die Chemietoilette entsorgt. Hier kommt der Restmüll rein. Und auf der anderen Seite von dem Häuschen sind zwei Automaten. Der eine ist für Wertmarken. Die Wertmarken werden gebraucht, um Strom zu zapfen. Ja. Also die sind überall verteilt, Stromsäulen. Da muss man dann diese Wertmarken einwerfen. Eine Wertmarke kostet 1 Euro und ist für eine Kilowattstunde. Also das geht. Wir haben jetzt mit 4 Wertmarken haben wir das Wochenende gestanden. Hat super funktioniert. Hier kann man auch Geld wechseln. Ja, also hier kann man Scheine in Münzen wechseln, weil der Automat hier nebendran, hier zieht man eben entsprechend das Parkticket. Da kann man nur Münzen einwerfen oder eben mit EC-Karte bezahlen. Der Platz kostet 10 Euro pro Nacht. Das heißt, wir haben 20 Euro bezahlt und haben dafür 2 Nächte gestanden. Ja, plus 4 Euro für Strom. Ja, das war ein guter Preis. Ein schöner Platz. 15 Stellplätze hat der Platz. Alles auf so Gitterstein befestigt, parzelliert. Es gibt einen Stellplatz, der ist speziell für große Liner. Und der Rest ist, ich würde sagen, für Fahrzeuge bis 10 Meter kein Problem. Ja. War gut besucht, hat mich gewundert persönlich. Jetzt sind die meisten schon weggefahren. Also es sind jetzt noch 3 Wohnmobile da. Wir fahren jetzt. Ja, hat uns gut gefallen. Kommt bestimmt mal wieder. Was ich noch vergessen habe zu sagen, der Stellplatz ist verkehrstechnisch sehr gut angebunden. Also wir sind gestern
Abend mit der Straßenbahn nach Hause gefahren, weil wir so weit nicht mehr laufen wollten. Es hat ja auch geregnet. Da sind wir mit der Straßenbahnlinie 6 gefahren. Es fährt, soweit ich weiß, auch die 6A hierher. Und die sind ja so im 5-Minuten-Takt sind die gestern Abend, Samstagabend, gefahren. Und das war wunderbar. Also wir waren innerhalb von 12 Minuten waren wir hier auf dem Platz. Die Station ist dann hier direkt hinter dem Hotel. Ja, das ist nicht mal eine Minute zu laufen, dann ist man da. Der Platz ist ansonsten nachts beleuchtet, hat man glaube ich auch auf den Aufnahmen von morgens gesehen, als das Licht noch an war. Also wir haben uns hier echt wohlgefühlt. Es ist alles schön, es ist in Ordnung, es ist noch neu. Ja, also wirklich ein schöner, empfehlenswerter Platz. Wenn man nicht auf Strom angewiesen ist, ist man mit 20 Euro für 2 Nächte dabei, was denke ich auch okay ist für einen Stellplatz so zentral hier an der Stadt. Genau. Ja, jetzt fahren wir heim. Und Papa, wohin geht's? Ja, jetzt fahren wir wieder heim. Ja, Wochenende zu Ende, morgen wieder arbeiten. Ja, ist noch früh, wir haben ja auch nicht so weit. Das Navi sagt, dass wir um 1:30 zu Hause sind. Das heißt, den Sonntag haben wir noch. Mal gucken, was wir heute noch machen. Ja, war schön in Mannheim. Das Wetter war beschissen. Also war gut, dass wir nicht nach Bamberg gefahren sind. Da wollten wir ja wirklich auch die Stadt besichtigen. Das wäre nichts gewesen. Es wäre komplett ins Wasser gefallen. So. In Mannheim hatten wir eigentlich ein ganz schönes Programm. Also war echt sehr ereignisreich gestern mit dem Technikmuseum und dann Planetarium und dann waren wir ja nochmal in der Stadt. Also es war schön, oder? Ja. War schön. Ja. Aber jetzt ist zu Ende, jetzt fahren wir heim. Der Stellplatz war schön. Genau. Dann, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann abonniert unseren Kanal, würde uns sehr freuen. Ansonsten tschüss und bis zum nächsten Mal.